Wo ein Feuersturm auf uns wartet. Okay. Kommen wir hier überhaupt weiter? Nein. Warum nicht? Moment, vielleicht brauchen wir auch diese Kugel nur hier. Diese stoßen wir jetzt hinab. Und ziehen wieder an uns ran. Doch das scheint einfach nicht weiterzuhelfen. Merkwürdig aber wahr. Naja. Das heißt, wir begeben. Was hat das jetzt gebracht? Wir begeben uns weiter nach rechts. Nach oben ging es nicht. Also können wir nur noch eins tun. Wir laufen wieder komplett zurück. Ah, dieser Tempel ist doof. Ich mag ihn nicht. Okay, wir geben uns wieder nach links. Wir nutzen hier einen Schlüssel und gehen durch diese Treppe. Die Treppe erwartet in dieser Treppe nochmal eine 2D-Passage. Nein, so. Okay, springen hinüber und ziehen uns erstmal nach oben. Damit wir auf diese Plattform hinauf können. Genau, hinaufgelangen. So, hier gibt es. Das war dumm. Ich weiß, wie das geht nämlich. Mann. Muss ich von hier abstoßen, damit man hier nach oben gelangt und hier weiter kann. Juhu. Gut, wo zum Teufel bin ich jetzt? Kurz vorm Boss. Wollte ich das? Naja, wir schauen nach. Ups, okay, erstmal so. Okay. Wir ziehen uns erstmal ran, nur bis zu einer bestimmten Stelle, wenn die Fledermaus uns nicht stören würde. Okay, so ungefähr. Und das hilft uns jetzt inwiefern? Ah, ich weiß schon. Das war dumm von mir. Okay, noch einmal. Fledermaus! Oh, sie hat verstanden, dass sie nicht willkommen ist. Okay. So. Okay, wie schon befürchtet, hilft das aber nur, um zum Boss zu gelangen. Das heißt, ich bin hier komplett falsch. Okay, ich gehe wieder durch die 2D-Passage zurück. Ja, wieder zurück, den ganzen Weg zurück. Doch wo zum Teufel geht es weiter? Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, das war sehr gut. Rüsten alles wieder um. So. Das bringt uns nur zum Boss. Okay, Moment. Ich begebe mich wieder nach unten. Oder wir, mir egal. Dann wieder nach links. So. Hier erstmal wieder nach oben. Denn ich glaube, ich habe einige Räume übersehen, durch die ich nur jetzt aber hindurchkommen müsste, hindurchgelangen müsste. Und zwar, ich weiß, worin mein Fehler lag. Nämlich fahre ich jetzt wieder mit diesem Waggon. Denn ursprünglich haben wir es mit ihm nicht weiter geschafft. Oder doch? Moment. Wir stellen hier die Gleise um. Und fahren gleich nochmal eine Runde damit. Juhu! Okay, fahren geradeaus nach oben. Genau, denn ich glaube, hier bin ich vorhin nicht weitergekommen. Oder doch, oder doch, oder doch, oder doch? Mal schauen. Okay, weiter nach rechts. Genau, hier habe ich mich noch nicht gar nicht wirklich... Ach, hier war dieser Raum. Okay, was passiert, wenn ich diesen Block verschiebe? Ah, sehr gut. Okay, dann weiß ich, wo ich hin muss. Wieder komplett außen rum. Komplett außen rum. Na, 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 na. Denn nun, dadurch, dass wir diese Kugel auf diesen Schalter gelegt haben, öffnet sich da die Türe, durch die wir vorhin nicht hindurchgekommen sind. Und nun können wir sie durch sie hindurch. Muahaha. Okay. Wieder mit diesem Waggon fahren. Hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Ein ewiges Hin und Her in Zelda. Okay, stoßen uns hier ab. Wir geben uns hier wieder nach oben. Nach oben. So, hier weiter. Beseitigen wir die Fledermäuse, die uns immer nur auf den Geist gehen. Und nun können wir hindurch. Und hier gab es diese Flammenwand, die wir auch schon vorhin gesehen hatten. Okay. Dann nehme ich die Kugel mit, um ein sicheres Vorankommen zu haben. Gut, benutzen wir einen Schlüssel und diese Treppe. Diese wunderschöne Treppe.
hinauf und lege ich lieber noch eine Feder an. Sehr gut. Und gelange hier nach unten. Hier gibt es einen Schlüssel, wie wir hören. Und ich wette, es ist der Master-Schlüssel. Große Schlüssel. Genau, zum Boss. Sehr gut. Nun müssen wir nur noch eins tun. Und zwar den Boss vernichten. Aua, 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 das war dumm. Ach. Komm schon, komm schon. Rotblau, 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 rotblau. Das ist die Polizeihandschuhe. Ach, verdammt. Ah. Okay, noch einmal. So, hier, hier, hier. Hinüber. Und. Juhu, somit gelangen wir endlich wieder zurück. War zwar eine einfache Stelle, aber stressig. Okay, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Okay, zum Glück, noch zurückgeschafft. Sehr gut. Rüsten kurz wieder um. Naja, die Feder brauche ich eigentlich nicht. Liebe den Magnethandschuh. So, wir ziehen dich. Jetzt muss ich nur noch den ganzen Weg wieder zurück. Danke. Ah, nein, 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 nein. Aua. Blöder Endball. So, wir geben uns zurück, 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 zurück. Achso, ich habe das Schwert schon ausgerüstet. Gut. Puh, hatte gerade es schon vergessen. Hihihi. Okay, halt. Hier geht es doch gleich zu dieser Treppe, die uns zum Boss führt. Jawohl. Hier brauchen wir wieder Magnethandschuh und Feder. Natürlich. So, hinüber. Da nach oben ziehen. Und weiter. Ja, dann wieder abstoßen. Und wir sind schon fast beim Boss angelangt. Sehr schön. Hier erhalten wir zum Glück Herze. Ich liebe manchmal dieses Spiel, aber auch nur manchmal. Nun möchte ich eigentlich diese ganzen Fledermäuse besiegen, damit sie mir nicht den Weg versperren könnten. Okay, das tun sie gerade auch nicht freundlicherweise. Und jawohl, verschieben nochmal die Töpfe. Gib mir noch ein Herz, bitte. Sieht nicht so aus. Ihr auch nicht? Mann, ihr seid alle geizig. Gut, dann begeben wir uns zum Boss. Und der Boss ist ein Auge schon wieder. Ein riesiges Auge. Mit dem Magnethandschuh. Ah, können wir diesen Morgenstern benutzen? Doch, wir dürfen ihn nicht anfassen, denn er macht uns selber Schaden. So, ein Treffer. Zwei Treffer. Drei Treffer. Ich kann nicht zählen. Fünf Treffer. Und Wasser hat sich geteilt. Können wir nur. Jetzt müssen wir ihn einzeln angreifen. Okay. Bam, 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 bam. Stirbt. Okay, einer ist tot. Hab noch. Oh mein Gott. Diese Viecher machen einen erheblichen Schaden. Okay. Sie vereinigt sich noch einmal. Und wir greifen sie einfach wieder an. Hier, hier, hier. Denn wir sind böse. Okay, ein bisschen weiter nach oben, bitte. Sehr gut. Aua, verdammt, nur noch ein Herz. Nein, du sollst da stehen bleiben, wo du dich befindest. Oh, okay, das war knapp. Lass dich treffen. Sehr gut. Noch einmal. Sehr gut. Oh, nun haben sie sich wieder geteilt. Das heißt, wir greifen sie wieder an. Wie ein gestörter. Hey! Okay. 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 Vier Treffer. Fünf Treffer halten die aus. Sehr gut. Oh, noch ein Herz. Gut, gut, gut. Okay, noch einmal. Weil das ja schön war. Nein! Oh! Verdammt! Ein Treffer. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh, das war knapp. So. Ach, komm schon! So. Oh, dieser Boss. Wenn er nicht so dumm rumspringen würde, wäre er viel angenehmer. Okay, ich warte einen Moment, bis er versucht, auf mich drauf zu springen. So ungefähr. Aua. So, und nun? Komm schon. Treffer. 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 Okay, sie teilen sich wieder. Oh, ist das ein schrecklich nervender... Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim Boss sind. So, willkommen zurück, Leute. Ja, wie ihr seht, habe ich ein wenig mehr Herz als vorhin. Wir probieren es noch einmal gegen diesen schrecklichen Boss. So, sehr gut. Den Morgenstern erhalten. Komm rüber, mein Morgenstern. Oh, du wunderbares Ding. So, und Angriff. Ey.
2 Treffer. Verdammt. Ich dachte, ich treffe ihn gleich so oft, dass er sich teilt. Aua. Okay. Ach, komm schon. Okay. Dann... Nein! Nein! Verdammt! Das regt auf, diese Scheiße mit diesem Magnet. Mann. Komm rüber. Ja, spring halt schräg. Tut mir leid, Leute, aber irgendwann kotzt dieser Boss einen nur noch an. So, Treffer. Und er hat sich geteilt, sehr gut. Das heißt, jetzt muss ich diese behinderten kleinen Bastarde noch alle 5-mal treffen. Und die treffen mich natürlich auch die ganze Zeit. Oh. Das darf einfach nicht wahr sein. Okay. Treffer Nummer 1. Muss ich jetzt vorsichtiger angehen. 2 Treffer. Ja, komm schon. Versuch mich anzugreifen. Du bist hässlich, du stinkst nach Scheiße. Oh, hallo. Danke. Noch ein Treffer. Und noch ein Treffer. Er teilt sich wieder. So. Kommt schon. Hallo. Och ja, was soll denn das? Was für ein verkackter Boss das einfach nur ist. Und nie eine Chance, sich irgendwie zu heilen vor allem. So, Treffer Nummer 1. Spring nach oben. Natürlich, natürlich, jetzt bleibt er nur da unten, weil er ein hässlicher Bastard ist. Fick dich! So, Treffer. 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 Sehr gut. So, mit einem halben Herz soll ich das natürlich jetzt noch schaffen. Natürlich! Ich probiere es noch ein drittes Mal. Wenn ich es dann nicht hinbekomme, breche ich die Aufnahme ab. Bis gleich. So, willkommen zurück, Leute. Tut mir leid, dass ich mich vorhin so aufgeregt habe, aber es geht nun mal mit mir durch, wenn dein Boss so einfach beschissen gemacht ist. Okay, wir probieren es noch einmal. Ich gehe das auch diesmal ruhiger an, um auch sicher schaffen zu können diesmal. Okay. Ja, natürlich. Okay, noch einmal. Diesmal besiegen wir ihn hoffentlich. Wenn er doch nicht so asozial daneben springen würde die ganze Zeit. Warum trifft ihn das jetzt nicht? Okay. Okay. Treffer Nummer 3, sehr schön. Treffer Nummer 4 und er teilt sich. Okay. So. Moment. Warum eigentlich mit dem Schwert? Kann ich das nicht... Natürlich, so kann ich sie sofort besiegen, nämlich. Das, warum ist mir das nicht vorhin schon eingefallen? So, und jetzt fehlt nur noch einer, oder? Oder waren das 2? Das werden wir gleich herausfinden. 3 und 4. Und es waren noch 2 Stück, okay. Hey! Ach, komm schon. Nur noch einer. Ein ver... Ja, klar, er kann sich natürlich auch so aufblasen. Wow! Und er springt natürlich viel hyperaktiver rum, weil er jetzt alleine ist. Okay. Sehr gut. Komm schon! Treffer Nummer 3. Nein, verdammt, wegen einem... Nein, wehe, wehe. Ich sag's dir, wehe, du besiegst mich jetzt noch. Dann wirst du ihn... Warum nicht? Das hätte doch... Tut mir leid. Das hätte doch treffen müssen, verdammt. So ein asoziales Spiel langsam. Da, jetzt müsste es treffen. Und es trifft doch. Oh, gut. Nun versuche ich ihn noch so zu besiegen, denn ein Gegner mit dem Morgenstern zu treffen, also ein kleiner Gegner, ist ein wenig übertrieben, meiner Meinung nach. Komm schon. Und der Boss wird erledigt. Juhu! Oh, einen Herzcontainer halten wir. Sehr schön, damit hätten wir 2, 4, 6, 9 Herze. Und erhalten die 5. Essenz der Natur. Und es ist... Es ist... Wohlige Wärme. Eine Essenz der Natur. Milde Tage lassen die jungen Bäume durch wohlige Wärme an Stärke gewinnen. Woohoo!
Fünfter Science der Natur. Okay. Und der Marco-Baum spricht natürlich wieder sofort mit uns. Was hat uns zu sagen? Oh, Gutko. Wohlige Wärme hat mich gestärkt. Im Traum sah ich Gutko in weitläufigen Ruinen. Vielleicht liegt dort eine weitere Essenz versteckt. Was, Gutko in weitläufige Ruinen? Das soll ich verstehen? Naja, ich speichere hier. Entschuldige mich noch einmal für die Aggression, die ich gerade während des Tempels hatte. Ihr wisst ja, normalerweise bin ich nicht so. Und sage nur noch, mein Name ist Gutko. Das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Bis zum nächsten Mal und bye bye!